Servus Leute und willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013 Real Projekt. Und ja, mit dabei ist heute wieder der Manuel. Hallöchen. Ja, du bist eigentlich schon jetzt der Stammmitspieler, weil die anderen, der Kai ist immer krank. Halt, der ist nicht so ganz fit, der ist verschnupft und so weiter. Und ja, der Max ist beim Heer. Und der Lars, ja, wenig Zeit, aber ist verständlich halt. Der hat halt. Ist halt auch jetzt in einem, ich weiß nicht, ob der jetzt auch maturiert, der halt, hat der auch dieses Jahr das Abitur oder das nächste Jahr erst? Ich meine schon. Ich meine, dass er dieses Jahr hat. Ich war mir da nicht so sicher. Ich glaube, der war stimmt. Kann das ja in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das war so, dass der Max davor halt sozusagen das Jahr davor ja gehabt hat. Dann glaub, der Lars hat dieses Jahr, weil das glaube ich ist so gewesen. Von dir habe ich es nur immer so gewusst, aber nicht so ganz genau. Am besten nee, ich mache dieses Jahr, also 2016, Abitur. Ja. Am besten war es ja auch so, ich weiß nicht, es ist in irgendeinem der letzten Parts drum gegangen, um den Futtertisch, wo wir über den Ställe geredet haben. Ja, genau. Nein, du meinst Liegeboxen und so weiter, wo ich mir natürlich gedacht habe, nein, ich habe doch nicht Liegeboxen gesagt und ein bisschen kenne ich mich ja doch aus. Ja, das wollte ich vorher auch noch ansprechen, aber ich habe noch damit gewartet. Nein, es ist ja auch so, dass nachher, Liegeboxen muss man ja gar nicht reinigen und bla bla bla. Und ich denke mir nur mehr, Eigentlich schon auch. Ja, Liegeboxen kehrst du normalerweise auch mit der Zeit oder tust du auch ein bisschen auskehren oder sonst irgendwas. Weil natürlich, wenn es da drinnen, normalerweise tunst du nicht reinkacken und nicht reinschiffen in die Liegeboxen, weil die Kühe sind ja doch relativ freundliche Tiere. Aber das Stroh, was du da reingibst, normalerweise du tust ja nicht den Stall einstreuen so extrem, sondern du tust ja nur die Liegeboxen einstreuen. Normalerweise, glaube ich zumindest. Ja, normalerweise. Weil das Stroh fliegt ja zu schnell nachher runter in die. Und die Kühe tun es normalerweise rauswütteln aus den Liegeboxen, weil die heben ja nicht ihre Füße 20 cm oder 30, nein, die streifen ja über den Boden. Zumindest die meisten. Gut, Kühe sind nicht so mein Spezialgebiet. Ja, ich weiß halt, es gab da wirklich gute Diskussionen auch unter dem Bart. Halt, das gefällt mir in letzter Zeit wieder, wo relativ viel diskutiert wird, auch über manche Themen, wo wir über so Landwirtschaft und teilweise auch andere Themen reden. Und das ist halt nachher das, was wieder irgendwie passend ist, dass man dir Vollgas motiviert und so weiter und so fort. Ja, das motiviert mich auch jedes Mal nochmal in die Videos selber reinzuschauen. Okay, ich schaue das Video nicht komplett noch einmal selber, weil das, weiß ich nicht. Ja, die Zeit habe ich manchmal auch nicht dazu, aber zumindest auf die Kommentare schaue ich und wenn ich irgendwas beantworten kann, dann, wie gesagt, beantworte ich es auch. Ich denke, du hast es ja auch gemerkt, unter dem Part mit dem Stall in dem Fall habe ich auch was drunter geschrieben. Ich habe halt nur die letzten 3 Tage schon wieder nicht beantwortet, weil am Sonntag bin ich halt gelegen, am Samstag habe ich im Vereinslokal was gearbeitet, habe ich die Lautsprecher eigentlich montieren wollen, aber das hat dann nicht so hingehört. Beziehungsweise ich habe es trocknen lassen müssen, weil ich noch was ankleben habe müssen. Und ja, dann habe ich ein bisschen, wo ich heimgekommen bin, habe ich ein bisschen gestreamt und dann bin ich relativ schon um was nicht, Mitternacht ins Bett, weil ich schon gemerkt habe, okay, irgendwie tut mein Fuß gerade ein bisschen weh. Und ja, dadurch komme ich nachher, ich lese die Kommentare immer gleich, weil ich bekomme sie per E-Mail. Aber beantworten tue ich halt in letzter Zeit ein bisschen schlampert, muss ich ehrlich sagen. Halt, das war früher. Ja, dazu hast du ja jetzt mich unter den LS-Videos. Ja, es war einfach so, früher habe ich das tagtäglich oder keine Ahnung, es ist ein Kommentar gekommen und ich habe gleich geantwortet. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist urmühsam mit der Zeit so. Beziehungsweise du. Ja, vor allem, wenn es viel mehr werden. Ja, okay, das will ich nicht einmal sagen, dass viel mehr worden sind. Aber es ist halt so, dass du. Du brauchst eine getrennte Sachen halt. Du brauchst eine Zeit für YouTube, wo du sagst, okay, die Zeit nehme ich mir für die Sachen. Du brauchst die Zeit, was du sagst, okay, das nehme ich mir für Streamen. Du brauchst die Zeit, was ich mir nehme fürs Lernen und so weiter und so fort. Und nicht so, wie ich es früher halt gemacht habe. Ich muss ehrlich sagen, vor einem Jahr oder so habe ich noch ziemlich viel durchgemischt gearbeitet. Halt, da habe ich gelernt, dann habe ich nebenbei noch. Zeitplan gehabt. Na, Zeitplan schon, muss ich ehrlich schon sagen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Zeitplan schon, nur ich habe halt, mir war das egal, ob ich jetzt da beim Lernen noch nebenbei keinen abgelenkt werde und mal 3-4 Kommentare beantworte. Es ist ganz gemütlich gewesen. Halt, am geilsten habe ich es gefunden, wo ich auch gearbeitet habe, im Sommer, als Ferialpraktikant in einer IT-Abteilung.
Da habe ich halt teilweise so eine Stunde mal nichts zu, oder hätte ich nichts zu tun gehabt, wo es einfach, ja, da haben halt die anderen Mitarbeiter auch haben Videos geschaut oder haben halt irgendwas selber programmiert für ihr Zeug oder was halt sonst den Zweitjob haben oder sonst irgendwas gemacht. Und da habe ich halt auch, sobald ich die Stunde die Zeit gehabt habe oder irgendwas ein bisschen Zeit, habe ich halt auch auf mein YouTube schon geschaut und habe schon beantwortet und so weiter. Und das hast du aber einfach beim Lernen für die Uni gar nicht so richtig. Halt alle glauben immer, dass so Studenten die faulsten Säcke der Nation und sind nur am Party machen und so weiter und so fort. Ja, das wird es auch geben, aber nicht in jedem Studienzweig, beziehungsweise auch nicht bei jedem, dass du weiterkommst, dann sinnvoll. Ja, wer wirklich was erreichen will, der muss sich auch auf den großen Boden setzen. Natürlich gibt es immer die Überläufer, die wirklich alles noch einmal durchschauen können, aber Ja, aber das nicht ist die am. Minderheit. Ja, Das erstens ist. ist die Minderheit und ob es dann auch wirklich so ist, ist auch eine zweite Sache noch. Ja. Halt, gerade beim Studium, das, halt ich hätte auch geglaubt, ja, viele sagen Abitur und Matura, halt Hochschulabschluss, nicht Hochschul, halt Schulabschluss ist relativ schwer und jeder schreibt, ja, und ich habe mich so da anstrengen müssen und habe so viel gelernt und bla bla bla. Und wo ich mir nachher denke, okay, ja, schön. Und macht einmal eine verfickte Uni-Prüfung, muss ich ehrlich so sagen. Halt in irgendeinem gescheiten Fach. Natürlich, wenn du nur Publizistiker oder keine Ahnung, nichts gegen Publizistik, Leute, aber es ist einfach so, dass die Studien teilweise viel, viel einfacher sind. Oder wenn du keine Ahnung, Informatik ist auch leichter als Elektrotechnik oder keine Ahnung, was gibt es noch, was relativ einfach ist. Oder du magst Informatik nicht auf einer technischen Universität, sondern magst das auf einer ganz normalen und dann denkst du nur immer, die können eigentlich gar nichts und sind auch fertig im Endeffekt Informatik ausgebildet. Und du denkst dann nur immer, wieso muss ich da so viel tun und die anderen eigentlich so wenig und Ja. ja. Natürlich sieht man es nachher vielleicht im Geld, was man kassiert, aber wenn ich mir teilweise anschaue, was die Leute, die fertig werden, bei uns bekommen, wenn ich die 6, 7 Jahre, was ich rechne, schon reinarbeite mit einem HTL-Abschluss und nachher bis ich sozusagen fertig, 6, 7 Jahre kannst du bei uns im Studium circa rechnen, halt bei meinem, wenn ich die Zeit rechne, was die Leute sozusagen da schon mehr verdienen, beziehungsweise irgendwelche Zusatzzertifikate oder sowas haben, das kann sich nie ausgehen, dass der nachher über die Zeit mehr verdient. Natürlich steigt einer mit einer Hochschulreifeprüfung, halt mit einem Uni-Abschluss schneller im Job und schneller im Rang, aber will ich Manager werden, dass ich nachher, weiß nicht, 70 Stunden in der Woche arbeiten will, das ist auch so eine Sache immer. Halt. Da muss man sich wirklich zweimal überlegen, was man macht. Also ich bin ja auch wirklich jetzt sozusagen jetzt, weil ich einfach arbeiten gehen will. Ich werde zwar das Studium jetzt nachher weitermachen, halt so nebenbei, aber ich sag so, ein Jahr mal ist auf jeden Fall nur für die Arbeit drin. Da interessiert mich das Studium genauer an feuchten Dreck. Wenn ich danach noch immer sage, Ja, okay, man ja, muss halt immer Prioritäten setzen. ich will das Studium sozusagen irgendwie fertig machen. Dann überlege ich mal, ob ich das Studium fertig mache oder einfach auf eine FH in einer Abend- oder auf Wochenende Ausbildung, was natürlich voll anstrengend wird, wenn du, keine Ahnung, 30, 40 Stunden arbeiten gehst, zusätzlich noch die Abendausbildung auf der FH plus zusätzlich noch vielleicht YouTube machst. Ich glaube, das musst du sowieso irgendwas streichen. Ja, definitiv. Und ob es sich Das nachher mag so ich viel halt so auch bringt. schon in der Schule, dass ich einige Hobbys streichen musste, nur wegen Abitur, weil das einfach viel zu stressig wurde. Allein jetzt vom Übergang von Klasse 12 auf 13 in dem Fall habe ich auch nochmal vom Tanzen her zwei Kurse gestrichen. Also ich habe jetzt nur noch einen in dem Fall. Den Hauptkurs, den ich kostenlos sogar kriege, aber ist auch mega anstrengend. Davor habe ich drei gemacht. Also es ist halt Ja, schon aber nochmal, sage ich jetzt mal, drei Stunden, wo ich damit gewinne pro ich Woche. muss ehrlich sagen, so das Abitur Matura, das war bei mir so, ich habe mich da gespielt irgendwie. Ja, Halt dann ist so es dir leicht gefallen. alle was halt, ich weiß nicht, es ist wirklich so, was ich so höre immer, die meisten Hochkommer scheißen sich immer vor dem Abschluss an, vom Abitur beziehungsweise vor der Matura und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, wie ich sage, ich habe auch zwei Klassenkameraden. Die sitzen den ganzen Tag zu Hause, zocken 24/7 gefühlt und schreiben lauter Einser. Sie schauen Ja. sich das, wie gesagt, nur einmal oder zweimal an und
Schreiben dann, wie gesagt, ein Punktesystem, 13, 14, 15 Punkte, das wäre eine 1 minus, 1 oder 1 plus. Und die machen im Prinzip nichts dafür. Und die sind eigentlich schweinefaul, aber irgendwie doch ganz geniale Noten. Und das ist Ja. irgendwie ein bisschen Sauerei, weil ich eigentlich dafür lerne, wollte ich dafür pauken und da manchmal auch 10, 12, 14, 16, 18, 20 Stunden sogar mal dran sitze, am Durchrechnen, in Mathe, Physik oder was weiß ich wo, Technik. Und einfach dann nur, sage ich jetzt mal, auf 10 Punkte kommen, was jetzt auch nicht schlecht ist mit einer 2. Und da ist halt die Notenverteilung, sage ich jetzt mal, oder die Leistungsverteilung nicht ganz gerecht, aber da kann ich auch nichts dran ändern. Ja, keine Ahnung. Es ist halt schwierig zu sagen. Ja. Zum, halt. Gibt immer die Typen, die sich schneller verstehen und die sich leichter tun. Vielleicht auch bei dir im Abitur war. Aber es gibt auch die Typ von Mensch, die sich schwerer tut. Das Und stimmt. da nehme ich mich jetzt nicht aus. Also gibt definitiv auch Sachen, wo ich mir leicht tue, wie jetzt Moment in Technik oder in Mathe. Keine Frage, da muss man auch sich hinsetzen und lernen. Aber ich muss jetzt lange nicht so lernen wie in Deutsch oder in Englisch, wo ich Das Problem einfach gar nichts kann, was gefühlt. ich muss ehrlich sagen, auch sage, halt, ich habe nachher erst auf der Uni so richtig ins Lernen anfangen müssen. Ich habe mir auch urschwer getan. Ich habe davor sicher 2, 3 Jahre eigentlich, ja, hineingelebt. Keine Ahnung, oder ich habe einfach nichts machen müssen, weil ich habe während der Stunde auch, das ist das Problem, was ich auf der Uni gehabt habe, wo ich mir sage, ich hätte mir wahrscheinlich auf eine FH leichter getan, weil ich da sozusagen Unterrichtsstunden habe, wo du Pflicht besuchen musst, und das hast du auf der Universität normalerweise nicht. Nee. Du hast Da kannst du Vorlesungen kommen und und gehen, kannst wann das kommen und willst, so gehen, gesagt. genau. Und wir haben Vorlesungen jeden Tag um 7:30 gehabt. Das war bei uns so. Und ich muss ehrlich sagen, um 7:30 war ich nie in der Vorlesung. Halt Ja. das. Und wenn du dann immer eine Stunde fehlt oder sowas, wenn du erst um 8:30 kommst, ja, dann Fehlt dir ist halt es halt, einiges. fehlt dir einiges und du kommst halt nicht wirklich nachher mehr mit. Nee. Und auch das, was halt die Professoren gesagt haben, ja, schaut euch das an zu Hause und lernt das nochmal und lest vor, dass ihr mitkommt während der Stunde, weil es ist einfach so viel Stoff bei uns in kurzer Zeit durchgebockt worden, wo ich so sage, das habe ich nie. Halt, ich hab eine Schule einfach besucht, die relativ praxisorientiert war, muss ich ehrlich sagen. Und das vermisse ich halt jetzt bei meinem Studium voll, wo ich extreme, halt, ich muss ehrlich sagen, ich habe sicher bei einigen Fächern so Probleme, dass ich die einfach nicht schaffen kann, wenn ich nicht da irgendwie einen zweiten finde, der mir hilft dabei. Weil ich kann mich nicht hinsetzen. Halt, ich kann es persönlich einfach nicht, weil ich das nie halt nie machen habe müssen, dass ich mich hinsetze, 10 Stunden am Stück. Und da einfach lerne. 10 Stunden Ja. am Stück zocken habe ich nie ein Problem gehabt, weil das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Aber 10 Stunden am Stück lernen, das habe ich nie machen müssen. Und deswegen habe ich, glaube ich, das auch das Problem mit der Universität mehr, als was ich damals mit der Schule gehabt habe. Weil das Ja, das ist. geht mir jetzt aber gerade auch nicht anders. Ich brauche im Moment auch eine zweite Person beim Lernen, die mich gewissermaßen auch ein bisschen antreibt und mir ein bisschen den In Weg den zeigt, Arsch was ich tritt, überhaupt ganz lernen einfach. muss. Genau. Weil sonst komme ich im Moment auch nicht vorwärts. Ich habe keine Motivation, irgendwas zu tun, aber ich sollte was tun. Ja. Ja, und Und das das fehlt ist mir im das. Moment. Und bei den Eltern hilft es immer, wenn die mir was sagen. Das ist immer Weil Eltern die war immer sagen, so eine jetzt zieh doch Sache. mal hin und lern Ja, mal was. aber wie oft hört man denn da drauf nachher? Ja, das höre ich inzwischen jeden Tag und irgendwann kann man es nicht mehr hören. Man muss es von einer anderen Person hören. Und die das auch lernen muss im Ein Endeffekt. Klassenkamerad, wo dann sagt, ja, komm, jetzt sitzen wir hin, lernen das gemeinsam. Dann ist man auch viel lernwilliger. Ja, es war auch so, halt ich in meinen ersten 3 Uni-Jahren habe ich eigentlich mit, oder ja, 2,5, 3 Uni-Jahren war es so, da habe ich relativ viel mit Lerngruppen und so weiter. Halt, wir waren da ziemlich eng und dann hat sich halt das aufgesplittet. Die Leute, die extrem schnell waren. Und die Leute, die noch langsamer teilweise als ich waren. Und dann das nächste war auch noch, ich habe beide Gruppen sozusagen gemacht und dann war es halt so eine Zeit lang, dann bist du halt zu der Gruppe gegangen, hast mit der Prüfung gelernt, dann hast mit der und dann waren halt einfach die anderen, haben schon über teilweise Dinge geredet, wo du überhaupt keinen Plan gehabt hast. Und mit der anderen Gruppe hast du einfach nichts lernen können, weil die nachher ja nicht mehr wirklich wollten. Halt viele von der Lerngruppe, die mit der ich wirklich gelernt habe am Anfang,
haben nach 3 Jahren einfach gesagt, nein, ich habe keinen Bock mehr und hören auf. Ja, und das ist eigentlich schade nach 3 Jahren, wo das meiste Ja, eigentlich schon hinter einem nein, hat. nein, noch nicht das meiste. Gut, wie lange geht bei euch so ein Studium? Mindeststudienzeit sind 5 Jahre. Ach so, ja gut. Aber es schaffen in 5 Jahren circa 5 bis 10%. Nur so zur Info. Durchschnittliche Ja, das ist nicht. Studienzeit bei meinem Studium ist 7 bis 8 Jahre, kann man sagen. Ja, das ist einiges. Ja. Und da sagst du, bei 3 Jahren kannst du noch überlegen, okay, ja. Pff. Weil das ist ja nachher auch beim Studium so. Du hast zuerst ja. Zuerst funktioniert alles mit Studienbeihilfe oder Kinderbeihilfe noch und da und so weiter. Und dann beginnst du auf einmal zum Überlegen, okay, ja, die Beihilfe fällt weg, da muss ich mehr zahlen, ich muss mich jetzt selbst versichern, ich muss das machen, ich muss das machen. Zahlt sich das irgendwie überhaupt aus? Und dann brechen halt viele nachher irgendwie, die sagen, ja, hab da keine Lust mehr, beziehungsweise ich kann es mir nicht mehr leisten. Und studieren ist eine. Wenn ich nicht meine Eltern hätte und nicht zu Hause wohnen würde, würde ich auch schon lange drauf pfeifen und dort Vollzeit arbeiten gehen. Aber da haben mich halt meine Eltern lange Zeit unterstützt. Beziehungsweise unterstützen mich Ja, jetzt das ist auch auch immer. wichtig. Ja, aber es geht halt nur eine Zeit lang. Und wenn ich mir jetzt Ja. denke, ich zahle jeden Monat 120 Euro Versicherung, halt Krankenversicherung selber. Ich muss das jeden Monat zahlen. Ich habe die Ausgaben, die Ausgaben. Ab 26 ist noch das dazu, dann kommt noch das irgendwie. Und ja, irgendwann überlegst du nachher, ist es das noch überhaupt wert, dass du sozusagen weiterhin das Studium machst oder einfach mal sagst, ja, okay, ich breche ab, beziehungsweise ich mache eine Pause oder sowas in der Art. Ja, interessantes Thema ein bisschen gewesen. Wir sind aber für heute durch. Würde ich sagen, ich bin mit Dreschen fertig. Ich hoffe, du bist jetzt nachher mit Ansehen ziemlich fertig. Ich bin ziemlich fertig, mir fehlt nur noch Beziehungsweise ein ich hätte siebtes eh Vorgelände. Entfernt, ich hätte sowieso Entfernt fürs Stroh einsammeln auch gerade noch. Das könnte ich auch so machen, das wäre kein Problem. Aber das müssen wir sich noch überlegen. Ja, wir sind für heute durch. Ob es morgen einen Bart gibt oder nicht, kann ich einfach noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es gerade gesundheitlich vorangeht, beziehungsweise ob ich Zeit habe und wem zum Aufnehmen finde und so weiter und so fort. Deswegen bitte ein bisschen Rücksicht drauf und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Oder irgendwann die nächsten Tage wieder hier auf der Holzhausen. Bis dann. Tschüss. Ciao.